Ja, hallöchen, mein Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Maternal Bound Redux. Ja, das erste Mal sind wir im Happy Village angekommen. Und da geht es auch weiter. Und tatsächlicherweise, bevor ich jetzt zum Hauptquartier gehe, muss ich nämlich nochmal eben vorher eine Sache erledigen, und zwar muss ich nämlich umrennen. Und wir retten nämlich jetzt Paula. Beziehungsweise kriegen von ihr eine Information, wodurch wir erst, und ein Item, wodurch wir erst weiterkommen. Dementsprechend erledige ich das jetzt erst einmal. Bevor es hier irgendwelche, ja, wo ich da dahin renne, dann verrecke oder so. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man dieses Item nicht hat. Und natürlich sind es wieder irgendwelche Kultisten am rumlaufen. Ah, super. Geben wir noch einen Zack. So. Danke. Die sind schon mal down. Außen EP, das ist gut. So. Hier sind die Krähen, die herumlaufen, die mir auf den Sack gehen wollen. Die lassen wir mal in Ruhe. So, hallöchen. Ja, hier spielt der Paulas Film oder die Film von Easter aus Mama 1. Wo? Ayo, Ness? Ness, I'm so glad it's you. I had a dream that a boy named Ness was my destiny. And now it's hard to believe. Therefore, I knew you would rescue me. If I hadn't come, I would have started crying. You can't open the door. We have to get the key from Carpenter. He's got it hidden away. I heard Carpenter can control lightning. In that case, you should wear this Franklin badge, okay? Ness got the Franklin badge. I'll wait here until you return. Come back here and get me out once you defeat Carpenter. Don't worry about me. Just kick butt like I know you can. Ja, damit haben wir jetzt den Franklin Badge bekommen. Franklin Badge. By keeping it as one of your items, it deflects the lightning attack back at the attacker. Yep. Das Ding kommt ja auch in Smash vor, glaube ich, soweit ich weiß. Dementsprechend, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen Zeug ablegen, was ich glaube ich noch eben machen werde. Habe ich Geld? Ja, 124, okay. Dann, oh, hi, okay. Hey, Ness, you're just here to buffer me, aren't you? And I was just about to become an important person, happy I'm isn't. Thanks to the great Mr. Carpenter. You should join us, but I know you won't. I'm glad I joined. I'm not going to fight you, but these guys will. Later, potato. Ja, moinsen. Also, wir wollen erstmal das hier erledigen, weil das mir sonst Sachen klaut. Die anderen sind dann nicht ganz so schlimm. Bei dem Kampf ist es übrigens tatsächlich so, dass höchstwahrscheinlich PK Rocky nicht funktioniert. Dementsprechend benutzen wir es auch gar nicht erst. Weil irgendwie, ja, du sollst die irgendwie halt einzeln angreifen. Warum er im BCS angegriffen hat, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Och, ernsthaft. Wollt ihr jetzt hier ständig Hilfe rufen? Oh, danke, geht doch. Meine Fresse ging mir um den Senkel. So. Was war das gerade für ein komischer Lag? Geil. So, dann wollen wir uns mal mit Mr. Carpenter legen, würde ich sagen. Welches Level bin ich? Ich bin Level 18, ja, das sollte locker reichen. Das Problem ist, irgendwie, wenn wir Paula gleich bekommen, dann startet die auf Level 1, leider. Es ist halt ein bisschen blöde, aber die muss ich halt noch ein bisschen leveln. Was soll's, als du willst. So, oh, leck, 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 leck. Ah, Gegner auftauchen. Nehmen wir das Autofight. Tschüss. So, dann. Wie viel PP? 38. Nein, nicht Status, sondern Sweet Life Up Alpha. So, und dann gehen wir das da rein.
Ja, Jungs, als ihr die großen Geräusche hört hinten im Hintergrund, das ist so viel, dass sich gerade die Seele aus dem Leib pustet. Ich weiß gar nicht, ob das Mikrofon das dort aufnimmt. So. Blue Blue. Oh, you'd like to be one of us? Then give up what you're doing and go meet the great Mr. Carpenter as soon as possible. Das stimmt, ich wollte ja Zeug ablegen, ne? Das sollte ich gleich vorher machen. Gehe ich auf den Senkel. Ness, bitte treffen. Danke. So. Ness Level 19. Das ist schön. HP plus 10, PP plus 4. Okay. So. Ja, ran. Ach, da lang. Ich will zum grünen Telefon. Ich will mal eben Dings anrufen hier. Cargo Express. So. Ja. Pick up. So. Danke. Kommt der überhaupt hier zum Happy Happy Village? Doch, ja, okay, der kommt. Ja. So. Also, wir brauchen momentan nicht das Skip Sandwich. Wir brauchen momentan, glaube ich, den Pencil Eraser nicht. Und die Bombe, die kann ich eigentlich benutzen. Die kann tatsächlich, glaube ich, Ness sogar benutzen. Kann auch Life Noodles, weil die brauchen wir momentan nicht. Ja, so. Dann haben wir jetzt wieder drei Plätze frei. Gibt's irgendwas? Die Bombe kann ich benutzen. Doch Song will ich behalten. Das Versicherfunk brauche ich noch. Die Taumel brauche ich noch. Soundstorm brauche ich noch. Das ist halt echt. Das ist mal zwei noch kein Inventar für Key-Items gibt, ist halt echt ein bisschen ungünstig. Muss ich zugeben. Das, die belegen halt so viel unheimlich Platz, das ist echt nicht schön. So. Ja. Und die habe ich schon geredet. So, hi. Der ist der Croissant. Und auch eins, das ist schön. Wo ging es jetzt nochmal durch? Blue, blue. What? I'm in your way? Well then, I move aside for you. Danke. Hast du hier irgendeiner, der... Blue, blue, I say, arm the torpedoes, full speed ahead. Or oh, something like that. So no, I crush you. Ja, du kannst eh nix anderes als die anderen Kultisten. Tschüss. So, die sind halt echt nicht schwer. Gehen sie doch nicht lang, hier unten irgendwo. Blue, blue, don't buffer us, we are in the middle of prayer. Okay, I'll move out of your way. Go quickly. Okay. Blue, blue, I'll stand somewhere else. Blue, blue, the goon, blue, blue. Aha. Du, mit dem muss ich... Blue, blue, what? Are you saying that I'm only capable of walking in place? That's not true, see? Green, green. Oops, that's not it. I'm still new at this. Okay, da ist der Weg immer so lang. Wir haben hier drin, Skip Sandwich, braucht keinen Schwanz. Außer es ist halt, aber ja. Brr, brr. Don't clap me with such a stern look. Okay, fine, I'll move out of your way. Blue, blue. Your strange, unmasked fellow. Don't go to heaven. Ja, das sagt übrigens tatsächlich auch in der japanischen Version. Man könnte meinen, dass in der englischen das zensiert wurde, aber nein, er sagt auch in der japanischen Version, good don't go to heaven. Aber Ness, könntest du mal bitte treffen? Ich will schon irgendwelchen Dreckskultisten hier kalt gemacht werden. In der Fresse. Dann muss ich noch nicht mal ein Live ab. Blue, blue. I would a person who's not blue be here. Blue, blue, your outfit, the color is wicked. Hier stehen übrigens irgendwie zwei Leute ineinander, warum auch immer. Blue, blue, this should wake you up. Ah! Ich will jetzt hier nicht so laut rumschreien. Na, tschüss. Was sagst du? Blue, blue,
You can't be happy unless you know happy happy isn't. Und was meinst du? Er hat gerade einen Moonwalk gemacht. Gut. Mit dem kann ich nicht reden, mit dem kann ich nicht reden, mit dem kann ich nicht reden. Normalerweise, die Ursprungsversion sei die übrigens, oder ist hier dieses Check. Also wenn man Sachen checkt, die nicht da sind, da ist er normalerweise no problem. Und hier steht dann das No Response. Überall. In dem Raum. Intruder! I yelled, but I don't know what to do beyond that. Ah, der sagt auf Englisch auch was anderes. Und da ist er. Hi. Thanks for coming. I have been waiting for you. I need your assistance to help make the world blue and change it into a happy and peaceful society. Will you and Paula be my right assistants? No. If you don't want to be my right hand, my left would be just fine. Just kidding. Your existence is a problem for me and my religion. Defy me and I'll end your pitiful game. Garpenders Lightning was reflected by the Franklin Badge. Und let's go. Mr. Garpenter, hallöchen. Also, was wir erstmal machen werden, ist erstmal ein Schild sicherheitshalber. Weil ich glaube, der macht relativ gut Schaden mit seinem Pinsel. Rushing Boom Bang Attack. Kannst mich gerne damit treffen. Wow, das war jetzt irgendwie sinnlos. Naja. So, Alpha kann der kann C, das ist super. Na klar kann das Ziel, hat er auch Pika Lightning. 32 Schaden. Ich habe ein Schild. Na gut, anscheinend macht das keinen physischen Schaden. Würde ich mal sagen. Psi-Schild. Ja, ich mache eh kein Psi, also. Aber ich sollte mich, glaube ich, mal heilen. War schon Boom Bang Attack. Irgendwie trifft das nie. Hm. Na gut. Können wir ein bisschen die IP hochtickern lassen. Also der Carpenter ist auch nicht so mega schwer. Da muss halt einfach... Sollte man... Der halt... Ist halt, dass ich auch noch doppelte Wichse, ey. Das Schild disappeared. Okay, dann... Machen wir nochmal eins. Sicherheitshalber. Könnt ihr gerne mal treffen, weil dann macht das nämlich ordentlich Schaden. Ja, schön für dein Schild. Und da ist er down. Sehr gut. Wie gesagt, so schwer ist der jetzt nicht. Der ist Level 20. Oh Baby, Offense plus 5, Defense plus 2, Speed plus 1. Oh Baby, Guts plus 3, Vitality plus 1, EQ plus 1, Luck plus 2, Maximal HP plus 15 und PP plus 5. Nice. Und Alphabeta gelernt. Unser kleiner Spoiler, Alphabeta werde ich den Großteil des Spiels jetzt auch benutzen. Bis irgendwann vielleicht mal Ziel Alpha Gamma kommt und das heilt dann halt komplett. Mir fällt übrigens gerade ein Mapping-Fehler auf. Bei den Ecken links unten und rechts unten von diesem Podest. Da ist irgendwie der Teppich abgeschnitten. Ist mir aufgefallen. Do you see the gold figure behind me? Since I got the statue, I have been doing peculiar things. Please forgive me if you can. I just wanted to have a normal life. I apologize to everyone. Here's the key to open the jail in the mountain cabin where Paula is being held. Take the key and go. Let's go to the cabin. Please forgive me if you can. I just wanted to have a normal life. I apologize. Okay, das hat man schon. Eigentlich endet die Kante auch nicht vorbei. Ja, damit haben wir jetzt auch das geklärt. So you're the boy that you went after Mr. Carpenter and you're awesome. Braucht man das auch, wenn man sagt. Na dann. Oh, ist das auf einmal leer geworden hier? It looks like almost everyone woke up and left. There are only three people remaining.
I don't want to stay. I'll get out of here. Sorry about everything. Let's be buddies. Nee, danke. Ich bin nicht freundlich mit irgendeinem alten Sack. Als Elfjähriger. That was really nothing, Ness. It looks like I somehow woke up too. Let's be friends again. Come on, reply to me, will ya? I promise I'll be a good guy. I guess that's a no, huh? Blah! See the sucker! Okay, die Dialog ist auf Englisch auch ein bisschen anders. Das ist offensichtlich ja, dass er gelogen hat, weil er halt sagt, ich hab dich angelogen. So, dann wollen wir mal Paula befreien. Und danach muss ich einen Cut setzen, weil danach muss ich Paula erstmal ein bisschen leveln. Vielleicht so Level 10 oder 12 oder sowas. Weil die ist sonst eindeutig viel zu schwach. Das werde ich dann wahrscheinlich im Heiligtum machen. Ness, you got the key. Are you hurt? No. I'm glad you're okay. So, dann machen wir mal. Ness, you stick it to the cabin. Thank you, Ness. You're just like I imagined you would be. I'm sure that some people in Tucson are worried about me. Getting back there may be dangerous, but we can do it if we combine our strength. I'm able to use a little psychic power that is actually pretty deadly. Let's head back to Tucson. Paula joined you. Sehr schön. So, und jetzt nehme ich die Kacke. Level 1. Die wird das am Anfang zwar relativ schnell leveln. Und die hat auch schon ein bisschen C. Unter anderem Pika Freeze Alpha. Causes a very cold wind to swirl around one enemy, inflicting about 180 points of damage. May freeze the enemy completely. It may not be so effective against some enemies. Fun Fact ist aber, dass Pika Freeze eine der Attacken ist, die im Spiel am meisten Schaden machen, weil gefühlt irgendwie die Hälfte aller Gegner oder mehr dagegen empfindlich ist. Warum auch immer. Es ist halt einfach so und da kommt wieder der Fotoguy. Hallöchen. Pictures taken in the Debla, kann ich immer nicht aussprechen. I'm a photographic genius, if I do so myself. Okay, get ready for an instant memory. Look at the camera. Ready? Say, Hussy Pickles. Wow, what a great photograph. It will always bring back the fondest of memories. Es gibt übrigens inzwischen einen Hack vom Mother 2. Wo man den Typ da hier spielt, den Foto-Guy. Den spielt man dann. Und Cookie. Aha, schön. Und quasi erzählt das irgendwie die Vorgeschichte von dem Typen, der jetzt ein Fotograf wurde oder sowas. Werde ich vielleicht irgendwann mal spielen, mal gucken, weiß ich noch nicht, aber ich wollte auf jeden Fall irgendwann nochmal den Halloween-Hack spielen von Toby Fox. Und dementsprechend, so, wir wollen ja jetzt auch nochmal mit allen reden hier. Not all of our products are blessed. Nothing blue drugstore. Das ist auch geändert worden, das ist zu viel. Hello there. So, genau. Ich könnte jetzt einen Fryer-Pan zum Beispiel kaufen für Paula erst einmal. Danke. Quib. Yep. So, was haben wir denn noch? Was kann ich denn noch kaufen? Copper Press, das ist ganz schön teuer. Bombs, Ribbon auf jeden Fall für Paula erstmal. Yep. 20, Alter. Nee. So, dann will ich Geld abheben. Roll. Und zwar 300. 1400, krass. Das sollte reichen für das Copper Bracelet. So, hi. Copper Bracelet. Voila. Yep. So, nein. Oder hast du noch irgendwas, oder mal? Nee.
Was hast du nochmal gehabt? Du hattest, glaube ich, das Herb, ne? Fetching Herb. Croissant, Skip Sandwich, Lucky Sandwich, Can of Fruit Juice, Cup of Coffee. Coffee, nicht Kaffee. So. Die Information, das ist, hat man schon, die sagt nichts Neues. So. Ich muss das immer noch an dem grünen Telefon speichern. Weil ja hier kein schwarzes Telefon existiert. Das ist ein bisschen blöd, aber nur gut. So, ich rede jetzt noch schnell mit den Leuten hier im Dorf. Als die, wie die Dialoge sich verändert haben und dann wird ein bisschen gelevelt. I'm a changed person. I'm no longer a believer in happy atheism. Anyway, I'm very curious about the place that lies ahead of here. Ja. Dem einen oder anderen wird diese Musik eventuell bekannt vorkommen. Der Sonic.exe kennt. Das ist das zweite Heiligtum. Allerdings, da werden wir jetzt noch nicht hingehen. Da werde ich ein bisschen Level nachher. Weil mir die Gegner im Grateful Dead Valley ehrlich gesagt ein bisschen zu kritisch sind für Paula. Und die Mobs auf diesen relativ einfach, die da drin vorkommen. We need to return the town to its original colors. I'll be very busy. They said someone named Porky stole all the food from the food stand. Oh. Thanks for your support over the years. The food stand is going out of business due to personal reasons. Okay. I heard many footprints exist deep down in the East Cave. People call that place Lilliput Steps. And it makes them feel uneasy. Ja, das ist halt das zweite Heiligtum, ja, ne? I woke up from the dream. Oh. Finally, I have a chance to apologize. Okay. Seems like I'm no longer hypnotized. I, too, was roaring many ways. Okay. Auch wenn es nicht wie ist, wie sich die Dialoge verändern. Ich finde es auch cool, dass sich die Dialoge trotzdem verändern. We might have been listening to messages from the devil rather than God. Oh, hi, how? Mr. Saturns. Hier kann man jetzt, glaube ich, kostenlos übernachten. Greetings, Ness. Please forgive my lecture earlier. We are now welcome to stay free of charge. Would you like to stay? Yep. Excellent. Please make yourself comfortable on your blue sheets. No, I'm just kidding. Aber das kann ich bestimmt gut gebrauchen, wenn ich dann gleich leveln muss. So. So, und dann sagten die Crew es eigentlich. The blue cow thing wasn't such a great idea after all, huh? Nee, nicht wirklich. Mega Living Farm, lodgings available. You really think I was a bad boy? Du warst doch der Typ, der Paul entführt hat, also, ja. So ein bisschen so lang. Hypnotisiert was. I apologize. My wife who had returned ran away again. Man, I have no luck. Das ist der Heiler, das ist das Krankenhaus. It was hard on the eyes to have everything blue. Ja, kann ich mir vorstellen. So. Ich werde jetzt mal ein bisschen leveln. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play. Maternal Bound Redux muss ich mir angewöhnen. Maternal Bound Redux. Auf Wiedersehen, Leute.